Ja, hallo und Servus bei Wolfs Bike und Tour TV. Nachdem ich euch das letzte Mal meine Favoriten an Reifen für die Reiseenduro im On-Offroad-Bereich vorgestellt habe, will ich euch heute meine drei Tipps für den reinen Straßenbetrieb mit Reiseenduros verraten. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, was will mir der Wolf über Straßenreifen erzählen, weil der hat ja dauernd irgendwelche Stoppeln drauf. Das stimmt zwar zum Teil, oder zumindest was den Tiger betrifft, aber ich habe ja sehr oft Testmotorräder von den verschiedenen Herstellern zur Verfügung und die sind dann fast immer mit Straßenenduro-Reifen ausgestattet. Und ich habe mir da immer sehr genau alles mitgeschrieben, Buch geführt und diese Ergebnisse daraus will ich euch heute eben verraten. Und ich wüsste ganz genau, welche Straßenenduro-Reifen ich aufziehen würde, wenn es jetzt zum Beispiel in die Dolomiten auf eine reine Straßentour gehen würde. Also will auch vorausschicken, dass keine der Reifenfirmen für dieses Video bezahlt und das alles meine selbstgemachten Erfahrungen sind. Zu meiner Seite habe ich den Walter Brünner vom Reifencenter Brünner im Pötzsching im schönen Burgenland. Der Walter kommt von der Rennstrecke und kennt sich folgedessen sehr gut bei Straßenreifen aus. Und er wird uns dann im Anschluss auch noch den einen oder anderen Reifen verraten, den er gerne auf seinem Tiger oder auf einer Reiseenduro fährt, auf einer Großenduro fährt. Gut, gehen wir es an. Mein Favorit auf der Straße, das ist der Mohammed. Na, das sind rausgekriegt. Das ist der Pirelli Scorpion Trailer 2. Das ist ein sehr, sehr sportlicher Reifen, der äußerst agil ist, tolles Feedback hat er. Also da ist wirklich, da, wenn man flotter unterwegs sein will, ist das eine sehr gute Wahl. Ich hatte den ja schon in der Vorgängervariante auf dem Tiger drauf. Da hat er schon sehr gut funktioniert. Allerdings hat man da richtig gespürt unterm Hintern, wie sich der Gummi wegruppelt. Also die Laufleistung war sehr schwach und auch im Regen war er nicht gut. Das ist beides wirklich verbessert worden von Pirelli. Dieser Reifen hat mittlerweile auch eine hervorragende Lebensdauer, funktioniert im Regen. Es ist wirklich ein Reifen für sportliche Fahrer, die gern flott unterwegs sind. Kurven sind sein Metier, also das ist ein Reifen, den ich mir jederzeit raufgeben würde. Ich hatte ihn zuletzt auf der Ducati Multistrada 1200 Enduro. Also speziell bei der sportlichen Kurvenharz merkt man auch, dass der Pirelli seine Gene im Angel GT hat, also auf diesem Reifen aufbaut. Und den hatte ich ja zum Beispiel bei der 1290 Super Duke GT von KTM und das ist wirklich ein Reifen zum Stoff geben. Sicher geht auch ein bisschen Offroad, ein bisschen Schotterstraße, ein Feldweg, solange es trocken ist, solange es nicht zu steil ist. Aber zu Hause ist dieser Reifen eindeutig auf der Straße. Was hältst du davon, von dem Reifen? Ja, also ganz toll, was Pirelli mit diesem Reifen vollstreckt hat, auch mit der Kilometerleistung. Er ist auch für schwere Motorräder, wie die GS Explorer, ganz wunderbar zum Fahren. Also eine tolle Empfehlung. Gute Arbeit haben sie geleistet, die Pirelli. Okay, ich danke dir. Schickt man weg. So. Der nächste, die Nummer 2 in der Liste, ist vom Metzler der Durance Next. Das ist ein Reifen, der vielleicht nicht ganz so sportlich ist wie der Pirelli, nicht ganz so extrem, aber ein sehr gutmütiger, ein sehr ausgewogener Reifen, der auch eine hervorragende Lebensdauer hat, der im Regen gut funktioniert. Also aus diesen Gründen finde ich ihn wirklich prädestiniert für Vielfahrer. Man kann mit dem natürlich auch sehr, sehr flott einen Pass raufheizen und so. Das können eigentlich alle diese Straßenenduro-Reifen. Aber insgesamt ist er ein bisschen ausgewogener, ist ein bisschen gutmütiger als der Pirelli. Ich hatte den drauf auf der KTM 1190 Adventure. Wir haben ihn, hilf mir, wir haben den Durance Next hier. Bitte. Dankeschön. Also, das ist ein Reifen, den ich in erster Linie Vielfahrern, die vielleicht nicht immer auf der letzten Rille unterwegs sind, ans Herz lege. Der hat eine hervorragende Lebensdauer, den kann man auch einmal über 10.000, 12.000 Kilometer fahren.
Was hältst du von dem Reifen? Naja, der Metzler ist ein bisschen von der Schwesterfirma Pirelli Metzler, gehören zusammen, der für mehr für die Touren ausgelegt. Es ist ein bisschen ein besserer Allrounder für gemütlichere Fahrer. Also auch ein sehr hohes Niveau, ein sehr toller Reifen. Danke dir. Weg damit. Okay. Super, jetzt schon. Gut. Die Nummer 3 meiner Straßenreise-Enduro-Reifen ist der Conti Trail Attack 2. Den haben wir hier. Der Trail Attack 2 ist ähnlich dem Pirelli ein Reifen für die Kurvenhart. Der ist wirklich sehr, sehr sportlich. Hält wunderbar in der Kurve, bietet gutes Feedback, lenkt präzise ein. Ich hatte den jetzt drauf auf der 1190 Adventure R und auf der 1290 Super Adventure, beides von KTM. Conti gibt ja auch gar nicht an, dass der Trail Attack ein Reifen für Offroad ist. Dafür hat man ja den DKC 70 oder vor allem den DKC 80 im Regal. Das ist eben ein Reifen für die Straße. Natürlich kann man auch den Feldweg hinterm Haus fahren. Natürlich kann man auf trockenem Schotter ganz gut unterwegs sein, aber prinzipiell macht dieser Reifen auf der Straße Spaß. Wenn ich mir da Kritik erlauben darf, dann ist es auf alle Fälle seine ziemlich schlechte Regenperformance. Also im Regen muss man wirklich sehr aufpassen mit diesem Reifen und auch die Laufleistung ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Was sagst du zu dem Reifen? Naja, es ist an und für sich schon, liegst du sehr richtig, nur mit der Laufleistung haben wir mit den 150er Dimensionen auch höhere Laufleistungen. Ein toller Reifen auf trockener Straße, aber das Regenperformance ist ins Alter gekommen und das sollte sich Conti was einfallen lassen. Einen Nachfolger kriegen. Ich glaube auch. Ich denke, der steht in den Startlöchern. Gut, dann weg damit. Gut, das waren jetzt meine drei Empfehlungen für die Straße. Reifen, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Eben wie gesagt, zwei für die eher sportliche Fraktion, einer für den gemäßigten Tourenfahrer mit einer sehr hohen Lebensdauer. Hast du noch andere Tipps für uns parat? Naja, für die sportlichen Großenduro-Fahrer gibt es doch noch jetzt schon tolle Reifen, und zwar von Dunlop. Da haben wir jetzt den Roadsmart 3. Das ist ein ganz toller Reifen, ist sehr gut für alle Wetterbedingungen, sehr gut im Nassen, Trockenen und auch eine gute Laufleistung. Und ein tolles Vorderrad führt sehr gut. Vom Dunlop habe ich ja den Trailsmart in TR91 auf der Africat Win letztes Jahr gehabt. Der ist wirklich auch, ich würde sagen, recht ähnlich zum Tour ins Next zum Fahren gewesen. Auch ein Schotter war ganz okay zum Fahren damit. Also hat mir ganz gut gefallen, der Reifen. Ja. War aber ein Vorgängerreifen natürlich. Ja. Ne? Und dann hat noch Continental einen neuen, und zwar ist das jetzt der Conti Road Attack 3. Das wird erwartet sich Conti sehr viel, und vor allem dieser, hier schließen sie das Regen-Performance, schließen sie jetzt vermutlich zu den neuen auf. Und das ist einer fürs Heizen, einer für dich, für die Rennstrecke. Ne? Für die schnellen, großen Enduro-Fahrer. Das gleiche haben wir hier noch von Michelin. Und in Pirelli haben wir erwähnt, der ist sowieso toll in jeder Lage. Also ich finde den Pirelli... Der Pirelli ist noch momentan ganz oben angesiedelt. Alles klar. Dann sage ich danke, Walter. Bitte. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar, ganz egal ob auf meiner Seite oder auf YouTube. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann nehmt das vielleicht jetzt zum Anlass. Es ist gratis und dann versäumt ihr kein Video mehr von mir.